Grüezi miteinander und hallo zusammen. Ich begrüße euch heute wieder zu einer neuen Ausgabe von Tackling, billigsten Fußballmagazin der Schweiz. Und Michi, was haben wir heute für Themen? Raffi, heute haben wir den Match vom FC Lugano und noch einen kleinen Ausblick auf den Rest der Ereignisse Super League. Ja, Raffi, der Match war ein eminent wichtiger Sieg gewesen, würde ich sagen, oder? Ja, Michi, es sind drei ganz wichtige Punkte heute. Wenn wir das mal in die Zukunft möchten blicken. Nur, zuerst, ich möchte aufs Spiel selber zu reden kommen. Und das war natürlich schon ein bisschen ein Knacknuss gewesen. Gegen Lugano ist immer ein bisschen so ein, wie sagt man, so ein Kampfbetonspiel, so ein Kampfspiel. Es ist lang ein bisschen so, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen, fast ein bisschen langweilig gewesen in der ersten Halbzeit. Aber der FC hat eigentlich immer die Oberhand gehabt. Und ist dann auch verdient die Führung gegangen, finde ich. Und natürlich sensationell der Mimi nach der Pause aber dagegen hat können nachlegen. Wirklich zu dem Zeitpunkt super gesehen. Aber Michi, nachher hat der FCL eigentlich aufgehört, Fußball zu spielen, oder hast du eine andere Meinung? Nicht ganz eine andere Meinung. Es ist halt vielfach so, jetzt halt gesehen, jede Saison mit dem FCL, dass man, wenn man in Führung gegangen ist, dass sich eher nach hinten orientiert hat. Und genau so ist sie eigentlich jetzt in dem Spiel auch gewesen. Ja, ich glaube für alle ein bisschen unerklärlich. Aber auch grundsätzlich am Anfang, wie du gesagt hast, also es ist, das gebe ich dir recht, es ist ein Knurz gewesen. Das hat man aber auch erwartet und es war gegen Lugano immer eng gewesen. Und, aber das mal, von mir aus gewesen, ganz klar, die haben auf einen Punkt gespielt, mit der Option vielleicht einen Lucky Punch können setzen und vielleicht sogar gewinnen, aber die sind nicht volle Pulle auf den Sieg gegangen. Und das hat es dem FC wirklich schwer gemacht. Lugano ist sehr tief gestanden. Und da hat es fast kein Durchkommen gegeben. Es ist auch schwer, oder? So eine Mannschaft. Zum Glück ist das vor der Pause wirklich noch gelungen mit dem 1-0. Und ja, nach der Pause ist das 2-0 gekommen. Und da hat man gedacht, ja, super, und jetzt ist der Knoten endgültig geplatzt. Man kann mit Sicherheit weiter gegen vorne spielen. Es also ist dann halt wirklich so gewesen, man hat nachher sich einfach auch zu weit zurückgefallen, man hat Lugano noch spielen. Und das ist immer gefährlich. Und was mich fast noch, wie muss ich dem sagen, fast mehr hinterfragen muss, nach der gelb-roten Karte gegen Marc Janko, FCL in Überzahl, ist mir fast mehr noch in Schwimmen gekommen. Hast du nicht auch diesen Eindruck gehabt? Ja, also man hat den Mann mehr vom Feld eigentlich fast nicht gemerkt. Aber Michi, jetzt frage ich gerade dich noch weiter, oder auch eine Frage an euch. Mich haben in diesem Spiel auch die Auswechslung ziemlich komisch gedunkt. Na klar, eben, man hat dann irgendwie vermehrt auf eine auf die Abwehr gesetzt, auf die Defensive, das mag gut und recht sein, aber mit zum Beispiel ich sage jetzt mal einen Coutinho auf der Bank, der noch eine gewisse Sprintigkeit in sich hat oder eine gewisse Schnelligkeit in sich hat, wo man vielleicht dann eben eher mal für einen Schürpf können brauchen. Ich weiß natürlich nicht, ob der Mimi dann mal verletzt angeschlagen war, aber irgendwo hat man auch gemerkt, dass der Schürpf noch nicht über 90 Minuten mag. Und danach dann hat man eigentlich plötzlich auch keinen Stürmer mehr auf dem Feld gehabt. Das ist so nächstes eben auch gesehen, Michi, ja. Ja, gerade die Einwechslung dort, oder Auswechslungen, gehe ich mit dir einig. Am Schluss hat vorne ein schneller Mann gefällt, wo, ich meine, wenn der FC schon hinter mir steht, spielt er dann konsequenterweise auch auf Konter. Und ein Konter braucht schnelle Spieler. Und weder der Schürpf vorne, der zudem noch schlussendlich dann angeschlagen war, und auch nicht der Rodriguez, der reingekommen ist, sind schnelle Spieler. Also, ja, dort muss man sich halt schon hinterfragen, respektive, meine, im Nachhinein. Man könnte jetzt auch noch grossen Wogen machen. Man hat die drei Punkte geholt. Also, genau, also da muss man jetzt nicht lange um einen heißen Brei reden. Es ist so, wir haben die drei Punkte. Es gibt noch zwei Sachen, die ich erst noch ansprechen möchte. Zuerst die gelb-rote Karte noch kurz vom Janko. Er hat dann nachher auf Blick, wenn es mir recht ist, ein kurzes Statement gemacht, eben von wegen,
Lass mir das schnell überlegen. Ich habe nur das und das im Schiri gesagt und für das dann noch die gelbe Karte bekommen. Also er hat mich auch gehabt, hat er gesagt. Wenn ich aber eigentlich die Wiederholungen anschaue, sieht das für mich ziemlich nach Tätigkeit aus und hat eigentlich mit Direktrot müssen bestraft werden. Das einfach so am Rande erwähnt. Und mich, das andere, was ich noch kurz erwähnen wollte, eben wegen, Gott sei Dank haben wir die 3 Punkte, die Leistung hat nicht ganz so gestimmt. Das hat auch noch der Mimi selber in einem Interview gesagt und auch der Chelsea Joane nach dem Spiel, dass sie eigentlich nicht so zufrieden waren mit den Leistungen auf dem Feld heute. Aber das Gute daran ist, Michi, wir haben die 3 Punkte und aus diesen Fehlern können wir lernen, weil es geht am Mittwoch wohin? Auf St. Gallen. Genau. Und dort, denke ich mal, entscheidet sich, wie es Ende Saison wird aussehen mit dem Rang 3. Ist definitiv der Fall. Ich denke es auch. Also jetzt haben wir 4 Punkte Vorsprung auf St. Gallen. Mit einem Sieg in der Ostschweiz wären es 7 Punkte. Und danach noch 2 ausstehende Spiele. Also noch mit meiner Milchbüchli-Rechnung aufgeht, Michi. Kann St. Gallen uns dann nicht mehr einholen, theoretisch. Aber eben, hätte wäre Fahrradkette, gell? So weit sind wir eben noch nicht. Michi, jetzt habe ich aber noch eine andere Frage. Wir können gerade so jetzt übergreifen auf das zweite Thema. Schauen wir erst ein bisschen Zukunft, noch die restlichen paar Spieltage in der Super League. Wie siehst du, IB hat heute zwar gewonnen, 1-0 gegen Sion, aber mit der B11. Und das sieht mit Basel, wie sieht eigentlich jetzt Basel aus? Werden die Meisterschaft so ein bisschen verfälschen? Ich glaube es nicht, dass die jetzt eine Meisterschaft verfälschen sollen. Warum auch? Also, beide Teams müssen nicht irgendwie Spieler schonen für wichtige Spiele. Oder für doch, IB hat noch den Göpp. Ja. Hat noch den Göpp-Final. Ja. Aber jetzt gerade Basel, sag ich jetzt, wo du es vorher angesprochen hast. Basel kann jetzt volle Pulle noch einfach die Saison beenden. Die werden wahrscheinlich noch den einen oder anderen Punkt auf IB aufholen. Ich glaube nicht, dass dort ein Spiel oder eine Verfälschung der Meisterschaft stattfindet. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Gut, das wäre es jetzt eigentlich heute wieder von der Sendung. Danke vielmals fürs Zuschauen. Dürft es gerne teilen und gefällt mir drücken. Ich glaube, Michi, du hast doch noch eine Meldung gehört wieder von Seiten FCL. Ja, genau. Und zwar, nachdem ja unter der Woche rausgekommen ist, dass sich der Platz gesenkt hat, was die Medien gross mitteilt haben, hat der FCL reagiert und einen neuen Platzwart dargestellt. Und wir haben das erste Interview, wo der neue Platzwart Stellung dazu nimmt. Grüezi miteinander. Ich möchte eins klarstellen. Der Platz hat sich im Fall gar nicht gesenkt. Der hat sich nur unserem Budget angepasst.